Am Mittwochnachmittag wurde auf dem Länderbahnstandort in Neumarkt den Medien ein frisch beklebter Regio-Shuttle vorgestellt. Die Bahn wurde innen und außen mit Vogler-Motiven versehen. Sie wissen nicht, was ein Vogler ist? Dann bleiben Sie dran. Nun wissen Sie Bescheid. Der Schriftzug verrät es. Der Vogler ist ein Riese aus dem Elstertal. Doch mehr wollen wir nicht verraten, denn darum geht es. Sie sollen mit der Bahn selbst auf Entdeckungsreise gehen bzw. fahren und den Riesen und seine Heimat kennenlernen. Im Betriebshof wurde der Zug beklebt, am Nachmittag präsentiert und anschließend eingesetzt. So wirbt er für das schöne Elstertal und seine entlang der Strecke liegenden Sehenswürdigkeiten. Erlebnis Elstertalbahn, so heißt es auf der brückenreichsten Bahnstrecke Deutschlands. Mithilfe einer Projektförderung durch die EU wurde die Elstertalbahn in Szene gesetzt und mit dem Vogler kommt nun ein weiteres Highlight dazu. Darauf stießen Landrat des Vogtlandkreises und Vorsitzender des Zweckverbandes Vogtland Rolf Keil, Länderbahn-Geschäftsführer Wolfgang Polity und Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland Michael Barth an. Landrat Rolf Keil ließ es sich nicht nehmen und probierte den Voglerzug gleich selbst einmal aus. Ja, haben wir eigentlich alles verankert. Wenn Sie den Hebel mal erstmal vorbewegen, Nach kurzer Einführung setzte sich die Bahn in Bewegung. Soll ich Ihnen sagen, wenn ich bremsen soll? Dann jetzt können Sie den Hebel nach hinten und mal unten den Fuß loslassen. Und? Hast du gebremst? Ja, und das Bremsen klappte auch. Die Bahn sieht nicht nur gut aus, sie hat auch innere Werte. Der neue Vogler-Wagen ist ein Regio-Shuttle, wie wir 16 Stück in der Voglandbahn einsetzen. Sie ist mit den modernen Sie ist so modern ausgestattet, wie es ein Fahrgast heute erwarten kann, zum Beispiel mit Monitoren, mit WLAN-Vernetzung, mit Steckdosen, die man braucht, aber auch mit Mehrzweckbereichen für Behinderte, einer behindertengerechten Toilette, aber auch zum Beispiel Rollstuhlrampen, die man ausklappen kann, mit Fahrradstellplätzen, auch wichtig für den Tourismus. Also alle diese Dinge, die es zu Beginn, als die Voglandbahn gestartet ist, teilweise noch gar nicht gab, noch teilweise gar nicht denkbar waren, sind heute in diesem Wagen auch vorhanden. Und da können wir alle gerne dazu auffordern, sich davon auch zu überzeugen persönlich. Ein weiteres Highlight ist die App. Mittels Barcode-Scanner laden Sie sie aufs Smartphone und dann können Sie damit noch mehr über den Riesenvogler erfahren. Auch Spiele sind integriert. Fazit: Der neue Voglerzug ist eine Erlebnisbahn im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich voll vernetzt, attraktiv und ein Aushängeschild für die Region.